The jailer is the key. Kill him, and you'll be free. Fury. Hallo, herzlich willkommen zu Fury. Heute spielen wir Fury. Okay, ich sollte aufhören mit Fury. Es ist ein Spiel. Ja. Ein Bosskampfspiel mit einer kleinen Story. Ich habe das schon mal selber durchgespielt. Vor Ewigkeiten, vor einem halben Jahr oder so. Ja, es sind Ewigkeiten. Und mir hat Spaß gemacht. Wir machen einfach ein neues Spiel. Und wir haben Fury. So habe ich es durchgespielt. Aber wir machen Furiosa. Das heißt, noch schwerer. Ich weiß nicht, wie schwer das wird. Aber wir starten einfach. Mal schauen, was uns erwartet. Ich mag den Toten. Pitter-patter. Time to wake up. I'm not going anywhere. I'm staying right here with you. Shake your head. Nod your head. It's time to go. Okay. See what they did to you? Pull yourself together. Get out of prison. Hallo Yasuo 2.0. Kill the jailer. Fight for your freedom. Das ist Yasuo. The jailer is the key. Kill him and you'll be free. So ist er zumindest zustande gekommen. Und wir werden von dem Plüschhäschen-Häschen gesagt, dass wir ihn töten sollen. Also, wir hören auf Plüschhäschen. Hier waren wir gefangen. Okay. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Ich kann hier gerade frei bewegen. Und es ist gerade ziemlich komisch, weil meine Laufrichtung bleibt die gleiche. Aber zum Beispiel laufe ich gerade nach, wenn ich jetzt loslasse und wieder in dieselbe Richtung laufe, laufe ich so hin. Die Kamera, also Laufwinkel bleibt immer der gleiche, die Kamera ändert sich zwar. Gerade drücke ich zum Beispiel nach unten, laufe nach oben. Wenn ich jetzt nach oben drücke, hat sich es ganz kurz resettet und ich laufe nach oben. Hier schon wieder dasselbe. Ich kann auch A drücken, dann läuft er automatisch. Und wir laufen. Hier hin. In die erste Arena zum Wächter. Every step you've taken from that cell, I'll make you regret. You listen to me, and you listen good. You'll never escape. Da unten ist die Erde. Ui. I swear I'll put you right back in your cell. There's an easy way and a hard way. You choose. Excellent choice. Okay, ich glaube, es geht los. Wir sind hier. Das sind wir. Wir können dashen. Wir können angreifen. Und wenn ich es hier angreifen würde. Wenn ich die Zeit dafür hätte und nicht ausweichen müsste, könnte ich ihn auch angreifen. Ich kann auch mit meiner Pistole schießen. Ihn die ganze Zeit angreifen. Hier muss ich jetzt dashen. Ich dash und kann ihn angreifen. Wenn er zum Nahkampf geht, da sieht man das weiße Zeug. Wenn man ungefähr gleichzeitig drückt, dann pariert man das, kriegt ein halbes Leben zurück.
und kriegst selber keinen Schaden. Das ist super wichtig. Dann schauen wir mal, was wir machen. Die lila Kugeln verfolgen einen. Und hier muss ich jetzt ganz schnell rechts und links drücken. Man sieht oben links unser Leben. Unten, oben rechts ist sein Leben. Ja, das sind eigentlich die Hauptsachen. Was noch geht, ist, man kann den Schlag aufladen. Dann kommt eine kleine Cutscene. Oh. Wo man ziemlich viel Schaden macht. Auf einmal. Das hier ist die zweite Phase. Eine kurze Nahkampfphase. Und da habe ich perfekt pariert. Hier ist die Cutscene, die ist bei jedem Boss anders. Und ja. Okay. Komm, komm her. Soll ich meinen. Ja, klar. Da muss ich kurz drüber dashen. So. Perfekt pariert. Und er kriegt Schaden. Boom. Zweite Phase. Es ist nur der erste Boss. Der ist jetzt nicht unbedingt schwer. Da habe ich parieren verfehlt. Und wenn ich das nicht schnell genug mache, dann kriege ich nochmal extra Damage. Das sind sozusagen die Grundlagen von dem Spiel. Jeder Boss hat andere Mechaniken. Zum Beispiel der hat hier seine Peitsche, die mega viel Damage macht. Und der kann sich, der ist relativ schnell. Ja. Der ist ziemlich, viele Bosse haben immer mal wieder so eine ganz kurze Phase. Oh shit, da kommt es zurück und hat meinen Angriff aufgeladen. Oh yeah, Cutscene. Sau viel Damage. Was machst du? Okay, ich lade meinen Schlag auf. Oh, okay. Dazwischen kann man noch ein paar Schüsse landen. Das ist auch gut. Einfach noch ein bisschen extra Damage. Musst du nicht so lange kämpfen. Und da habe ich wieder verkackt. Zu langsam reagiert. Da hört man ganz kurz mein. Oh. Okay, jetzt sind wir in der Nahkampfphase. Bei jedem Boss ist eigentlich. Oh Gott. Der weicht aus. Bei jedem Boss die allerletzte Phase. Also die allerletzte Phase. Oben rechts seht ihr, wie viel Phasen der hat. Ist eine Phase, wo man ihn erstmal nicht angreifen kann. Man weicht ziemlich viel aus. Ich habe meine Waffe aufgeladen. Ja. Come on. Do something. Niemand kann einen Yasuo-Main besiegen. Ha. Oh. Okay, jetzt wird es gerade ziemlich knapp. No, no, no. No. Oh Gott, wir haben wieder volles Leben. Sehr schön. Die letzte Phase vor der Ausweichphase. Das wird jetzt spaßig. So, pro Phase kriegen viele Bosse einfach nochmal ein, zwei neue Attacken. Weichen öfters aus, das hier zum Beispiel diese neue Attacke. Oder, ja, ja, nie im Leben, halt's mal. Oder das ist auch neu, ich glaube in der Phase. Ja, muss nicht zweimal zeigen, okay? Ich glaube, die Zuschauer verstehen das. Ich kann auch meinen Schuss aufladen. Hier. Dann macht es noch etwas mehr Schaden. Ja, ja, ich kann mich. Ich sollte. Na, der weicht es gerne aus. Okay. Fuck, fuck, fuck. Alles dem, was ich jetzt verliere, kann ich im Nahkampf nicht haben. Man kann auch die Schüsse parieren, übrigens. Die werden dann zurückreflektiert an ihn. Wenn sie ihn treffen. Oh, verdammt. Komm, 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 ich muss schnell genug da sein. Verdammt. No, ich hab's verkackt. Ich bin tot. Ja, wach wieder auf. Ja, ich wehre mich aber dagegen. So. No, no, no. Ich komme nicht zurück. Naja, das kannst du schön vergessen. Oh, das ist die Attacke.
Die Verfolgungskugeln. Geh mir in Nahkampf. Danke. Ja, da. Aber ich hab das langsam. Ja. Komm, ausweichen. Parieren. Oh, perfekt pariert. Das nutze ich natürlich direkt aus. Guck, zurück. Reflektiert. Oh, shit, was kommt? Okay, du kommst. Verdammt. Es ist ziemlich doof zu timen. Okay. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Leben. Was machst du jetzt? Okay. Da muss ich auf den dritten warten. Nein, ich esse das nicht. Dann warte ich auf seinen dritten. Oh, verdammt. Okay, der dritte kommt etwas schneller. Und da darf ich nicht in der Mitte sein. Ja, ich gehe nicht zurück, nee. Hab keinen Bock auf zurückgehen. Komm her. Dann 1, 2. Ah, zu langsam. Um den Superschlag zu machen. Oh, verdammt. Okay, jetzt wird's doch noch dab. Okay, wir haben es geschafft. Letzte Phase. Das heißt, wir können ihn nicht attackieren. Wir müssen ausweichen. Doch. Ich kann nicht töten. Aber ausweichen heißt nicht unbedingt nicht schießen. Weil hier muss man die Kugeln zerstören. Zerstören, zerstören, zerstören. Und einfach durchlaufen. So. Die großen gelben Kugeln, die kann man nicht zerstören. Gehe ich hier wieder nach rechts. Und da kommen jetzt noch so lila Felder. Oh, falsche Taste gedrückt. Ich wollte meinen Schuss nicht aufladen. Ich wollte dashen. Ich wollte dashen. Ich kann gut dashen. Ja, ich bin nämlich Yasuo, aber hier waren gerade keine Minions. Nein! So, das einzige war. Oh, da war noch eins. Okay. Dann muss ich jetzt ihn parieren. Das ist wieder so eine Phase. Ich kann ihn nicht angreifen. Deswegen einfach schnell reagieren. Okay, 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 verdammt. Wenn er nicht mehr golden ist, dann kann ich ihn attackieren. Blub, und er ist tot. Das, Leute, das war der erste Boss. Ich bin barfuß. You will be broken. You will go back to yourself. Ja, nein, heute nicht. Bravo! Excellent! What a thrill! Not your first time, right? Anyway, the good news, we're one step closer to freedom. The bad news, there's more out there waiting for us. But don't worry, I know them. I can help. Believe me, what's waiting at the end of all this is so worth the trouble. You and me, we're in the same boat now. Now let's get the hell out of here. Ich vertraue ihm irgendwie nicht. Okay, beim ersten Mal, ich kenne ja die Story leider schon. Aber ich habe ihn eigentlich. Oh, nee, ich will nicht automatisch laufen, ich will zurücklaufen. Ich habe ihm beim ersten Durchspielen überhaupt nicht vertraut. Weil, ja. Und ob ich ihm vertrauen soll? Oder nicht? Das weiß ich nicht. Das sage ich nicht. Our friend here managed to trigger the alarm. So they'll be waiting for you. Sie warten auf mich. But no worries. It makes no difference. They've been waiting for you forever. It's all they do. Ja. Dann laufen wir mal.
und laufen zum nächsten Boss. Mal schauen, was es kommt. Da vorne ist das Portal. Way down there lies a free world. A world of peace and light, where you're free as the wind. Kann, you know what? We're going to get there. Kann der Hase sich teleportieren? The most beautiful world of them all. Okay. Die schönste Welt. Wieso bist du auf einmal da? Verstehe ich nicht. Aber wir schauen weiter. Kann ich wieder zurück? Ich will nicht sein, ich fühle mich so alleine. Okay, ich kann nicht zurück. Dann laufen wir mal zu dem Teil. Und wir werden gefahren. Yay! Oh, hi! I'll tell you what I know on the way. But don't expect all the answers. It's all about what a man does. Ja, erzähl bitte mehr. Tschüss. Jetzt bin ich wieder alleine. Okay. That, my friend, is a prison. A prison within a prison. A very clever trick. Ja, Gefängnis im Gefängnis. Ich weiß nicht, in welche Richtung laufen soll. Okay, nach oben, deswegen laufe ich mal nach unten. Hallo. Na? Hast du was zu sagen? Kann ich dich runterschubsen? Nee? Okay. Okay. Ich weiß, dass der nächste Boss nicht mein Lieblingsboss war. Er war einer von meinen Hassbossen. Bossai. Böse Menschen. Einfach meinen hassbösen Menschen. Aber ihr werdet im nächsten Part sehen, was auf uns zukommt. Prisoner have a lot in common. She turned up one day, destroyed everything in her wake, and then bam! She got caged. Habe ich alles zerstört, was mir im Weg steht? Ihn habe ich noch nicht zerstört. Okay, er steht mir auch nicht wirklich im Weg. Aber ihn habe ich noch nicht zerstört. So. Da vorne sieht's aus wie eine Brücke. Da am Ende. Muss man nicht mehr lang laufen. Aber das ist eine Sache, die ich am Spiel nicht wirklich mag. Das lange Warten. Okay, wieso soll ich die nicht schreien hören? Ich mag Schreie. Fragt nicht wieso. Aber wir steigen ein. Irgendwann mal. Gleich. Es kann sich nur um Jahre handeln. Und was wird jetzt erzählt? She tried to tear through those walls so many times. But they just kept growing back around her. It drove her completely insane. Enraged. She'll hunt anything and rip it to pieces. Gut, dass wir reingehen, damit sie uns zerreißen kann. Some jailer, right? Okay. But you and me, we know that being locked up fucks you up inside. We know that so well, don't we? Woher will ich wissen, dass er auch im Gefängnis war? Diese Lila. We did what we did. That's why we're getting out. Ja, wir gehen raus. That's why our story doesn't end like hers. Nein, ich will keine Brücke. Okay, da oben komme ich nicht weiter. Schade, dann will ich die Brücke. Ich kann gar nicht mehr laufen. Ah, jetzt. Okay, egal. Ich laufe über die Brücke. Dann sehen wir die Cutscene und sehen uns im nächsten Part wieder. Bevor wir kämpfen. Los. Irgendwann, die Arena ist ziemlich groß, muss ich sagen.
Let's go. Beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Und ich sage Tschüss.